Ja, herzlich willkommen, meine Freunde, bei Real Invest. Heute geht es um die deutsche Pfandbriefaktie, die PBB AG-Aktie. Einige Anfragen habe ich in den Kommentaren erhalten bezüglich Immobilienwerten. Und meine Einschätzung der Lage möchte ich dazu mit diesem Video abgeben. Die Deutsche Pfandbrief ist eine Spezialbank, welche sich auf die Finanzierung von Immobilien, ja wie Einzelhandels-, Logistikunternehmen, Bürogebäude spezialisiert hat und auch auf öffentliche Investitionen. Des Weiteren ist die Deutsche Pfandbrief einer der großen Dividendenzahler in Deutschland. Und wie sicher diese Dividenden in Zukunft sind, das wollen wir uns jetzt ansehen. Der Jahresgewinn soll bei der Deutschen Pfandbrief etwa 200 bis 220 Millionen erwarten. Und der Vorstandschef Andreas Amt hat bei der Präsentation der Q3-Zahlen gemeint, dass sich der Gewinn eher am unteren Ende einpendeln wird, also 200 Millionen Euro. Denn besonders im dritten Quartal sackte der Gewinn der Deutschen Pfandbrief AG um 28% auf 52 Millionen ab. Das klingt dramatisch. Der Grund hierfür war aber eigentlich, dass aufgrund der steigenden Zinsen immer weniger Verträge vorzeitig gekündigt werden. Und das war früher ein Zusatzgeschäft der Deutschen Pfandbrief, welches ihnen jetzt im Quartal Q3 gefehlt hat. Und so konnten nur 52 Millionen generiert werden. In den ersten drei Monaten stehen jetzt 159 Millionen zu Buche und da fehlen noch knapp 41, um die 200 Millionen zu erreichen. Allerdings ist der Forecast eher ernüchternd. Man erwartet erstens noch eher sinkende Immobilienpreise bei der Deutschen Pfandbrief und man hat eine sehr große Zurückhaltung im Neukundengeschäft. Neukredite, Neufinanzierungen von Immobilien halten sich in Grenzen, besonders Bürogebäude werden aufgrund von Homeoffice vermutlich in der nächsten Zeit etwas weniger benötigt und so rechnet der Vorstandschef auch mit den nächsten zwei Jahren, die sich schwierig für die Deutsche Pfandbrief gestalten werden. Als Alternative möchte die Deutsche Pfandbrief das Direktbankgeschäft mit Privatanlegern ausbauen. Dort hat man die Möglichkeit, sein Geld zu Tages- und Festgeldangeboten anzulegen. Und dort hat man erhöhte Spareinlagen in der Höhe von 4,1 Milliarden in diesem Jahr zu verzeichnen. Wenn man also die Präsentation des Q3 kritisch ansieht, sollte es die Alarmglocken eigentlich schrillen lassen. Wenn ein Vorstandsvorsitzender plant, ein Privatkundengeschäft auszubauen, um das schwächelnde Kerngeschäft auszugleichen, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen, was die Aktie in den nächsten ein bis zwei Jahren in ein besonders positives Licht drückt. Denn die Probleme sind klar. Auch die Deutsche Pfandbrief wird in Zukunft bei der Refinanzierung das gestiegene Zinsniveau zu spüren bekommen. Des Weiteren gibt es natürlich das Risiko von Mietausfällen, Abschläge für die Immobilien. Obwohl die Deutsche Pfandbrief vor allem auf Geschäftshäuser in guten Lagen setzt und dadurch vermutlich nicht so betroffen ist wie viele andere der Immobilienfirmen. Aber wenn wir uns ansehen, wie stark verschuldet die Deutsche Pfandbrief im Verhältnis zum Eigenkapital ist, das ist fast ein Verhältnis von 1 zu 10, dann sehen wir natürlich das Zinsrisiko sehr deutlich. So sieht man auch, wenn die Analysten im Forecast ein Earning und Revenue in fast annähernd gleicher Höhe oder nur mit leicht fallenden Werten angeben, dass die Earnings per Share massiv nach unten gehen werden bei der Deutschen Pfandbrief AG. So hat die Deutsche Pfandbrief noch einen Moderate Buy als Rating mit einem Buy und zwei Hold und das Preistarget ist im Average 8,40 Euro. Das ist ausgehend vom jetzigen Kurs fast ein Gleichstand, minus 1,6%. Die Spanne zwischen 10 und 7 Euro. Für 2023 erwarten wir ein KGV von 9,8 und eine Dividendenrendite von 7,67%. Und wenn wir uns die Aktie ansehen, dann erkennen wir, dass sie im Mai letzten Jahres Höchststand hatte mit 12,11 Euro. Danach geht es dann nach unten. Und der Tiefstand jetzt war etwa im Herbst, im November. Und jetzt hat sich die Aktie aber doch sehr deutlich wieder erhöht, von fast 7 Euro auf 8,55 Euro und nähert sich der 50- und 200-Tage-Linie. Der MACD hätte uns Ende Dezember ein Kaufsignal gegeben und der RSI befindet sich mit 56 noch im mittleren Bereich. In der Peer Group ist die Bankaktie günstig bewertet. Das sehen wir hier im Verhältnis zu den wichtigsten Konkurrenten. Und wenn man ein ähnliches PI-Ratio
wie bei der Konkurrenz ansetzt, dann wäre der Fair Value der Aktie bei 12,33 Euro. Für mich haben alle Immobilienaktien, die momentan auf dem Markt sind, die folgenden drei Probleme. Erstens, die Immobilienpreise sind am Sinken. Zweitens, die Refinanzierungskosten steigen. Und drittens, das Neukundengeschäft bricht weg. Auch langfristig sehe ich Immobilien nicht mehr auf der Gewinnerstraße. Auch einer der brillanten Köpfe in Deutschland, Alexander Beck, hat die Immobilien in Deutschland analysiert und geht von langfristig sinkenden Preisen aus. So ist der Immobiliensektor für mich momentan nicht auf der Gewinnerstraße. Ich investiere da lieber in andere Bereiche, die mir wesentlich zukunftsträchtiger in den nächsten ein, zwei Jahren erscheinen und wo ich denke, dass sich die Aktien positiver entwickeln werden. Ja, so habe ich zurzeit keinen einzigen Immobilienwert im Depot. Und wenn du wissen möchtest, was ich kaufe und verkaufe, dann drücke auf das Abo und folge meinem Kanal. Vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Alles Liebe, vielen Dank von Will Invest.